Alles Gute für dich, alles Liebe für dich, alles Perverse nur für dich, 40 Mal für dich. Lieber Patrick, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, endlich hast du es geschafft. Die 40 ist da. Die 4 steht vorne und ich wünsche dir nur alles erdenklich Gute. Feier schön, pack schöne Geschenke aus und lass es dir einfach gut gehen und auf die nächsten 40 Jahre, dass sie so ereignisreich sein werden wie die vorigen 40 Jahre. Also Patrick, alles, alles Gute von mir. Küsschen, wo du es auch hin möchtest und bis denne. Ja, liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Geburtstag-Update. Ja, ich habe euch ja ganz am Anfang gesagt, ihr werdet die nächsten Tage ganz schön penetriert werden vom Angler mit lauter Geburtstag-Update-Videos. Ja, jetzt habe ich hier ein Paket liegen von einer Person, die ich sehr, sehr schätze. Man mag ihn einfach. Du kannst mit so einer Person gar nicht böse sein. Das ist der absolute Wahnsinn. Und zwar vom Timo, vom Hessensammler. Der Hessensammler hat mir was zukommen lassen. Ja, was ein geiler Bock. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, hier ist das Paket, so sieht es aus. Wie der, oh, so. Ja, es hört sich auch sehr laut an. So sieht das Paket aus. Und dann möchte ich mit euch jetzt auspacken und dann gucken wir mal da rein, was der gute Timo mir dazukommen lassen hat. Na, ja, der Timo. Seine Päckchen sind immer so ein bisschen, ja, immer was fürs Herz irgendwie. Wir machen das jetzt einfach mal auf und ich muss sagen, ja, seit ich den Timo kenne, habe ich von ihm bis jetzt jedes Jahr was bekommen. Tatsächlich. Kann man nicht anders sagen. Aber er auch von mir. Ne? Auch wenn es dann stellenweise verspätet war, aber Timo hier hat immer was bekommen. Ne? Ja. Fein, fein. Na, gucken wir uns das jetzt mal an. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Und ja, jede Menge Verpackungsmaterial. Und was sehen wir da? Guck mal. Ach, ist das nicht ein geiler Bock, ist das nicht. Okay, das eine ist wahrscheinlich die Rache dafür. Ich hatte ihm mal ein Paket gemacht mit lauter. So kleine Mini-Nüdelchen habe ich in einem Paket verteilt und dann war alles natürlich voll und jetzt sehe ich was. Aber er hat es wenigstens nicht kaputt gemacht wie ich. Ne? So. Er hat mir ein Funko Pop zukommen lassen. Wahnsinn. Timo. Das ist schön, wirklich schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, der Timo weiß, dass ich diese Teile sammle und ja. Und dem Timo habe ich ja jetzt auch ein paar Masters so zukommen lassen. Was ein paar? Eine. Und ja, er findet langsam so ein bisschen Gefallen dran. Er hat sich sogar schon das Gegenstück zugelegt. Weiß gar nicht, was habe ich ihm? Ich habe ihm, glaube ich, den Battle Armor He-Man zukommen lassen. Und er hat immer gesagt: Nein, nein, Patrick, ich fange damit nicht an. Nein, Patrick, nein, ich fange damit nicht an. Auf keinen Fall, weil wenn einer da ist, dann wird es auch schnell ein zweiter und ein dritter und ein vierter. Und ja, der Timo ist sogar hingegangen, hat sich das passende Gegenstück geholt von diesem Battle Armor. Jetzt weiß ich immer, was der von mir bekommen hat: Battle Armor He-Man oder Skeletor. Auf jeden Fall hat er davon immer. Hatte davon dann halt das passende Gegenstück sich geholt. Und jetzt hat er auch schon seine ersten zwei Figuren in der Sammlung. Ja, Timo, pass auf. Ratzfatz hat nicht das Motofieber. So, dann haben wir hier.
Ich kann das zwar jetzt nicht so deuten, wahrscheinlich, weil ich immer den Begriff Gurke benutze. Das ist immer, das sind alles Gurken, ne? Und der Angler und der Moviepicker sind sowieso die größten Gurken aus der Film-Community. Okay. Ja, dann habe ich was Schönes hier drin. Was ist das denn? Bommi. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Der Timo ist schon so eine kleine, so in sich eine kleine geheime Drecksau, weißt du? Und man muss ja schon aufpassen. Das sieht aus wie. Das ist. Das werde ich aber nicht anziehen, Timo. Ich mache jeden Scheiß mit, aber das werde ich nicht anziehen. Das ist ja, ist das wirklich das, was ich denke? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich das tun soll. Nein, das mache ich nicht. Und zwar. So ein Body-Dings da. Auf jeden Fall. Hier kommt das eine Bein durch, hier kommt das andere Bein durch, hier kommt das Gehänge rein und das dann über die Schulter. So. Ja. Und das dann. Da. Nein, das werde ich auf jeden Fall. Warum, Timo? Warum? Hoffentlich ist das nicht gebraucht. Hast du das schon mal angehabt? Nee, es riecht noch frisch. Ich. So, und dann haben wir hier. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Was ist das denn, Timo? Was hast du denn mir, was hast du mir hier reingelegt? Da ist ein Schalter. Jetzt vibriert das sogar. Ist das eine Armbanduhr? Hey, wenn du gelaufen bist, hast du. Keine Ahnung. Muss ich den Timo mal fragen. Sieht interessant aus. Aber. Man kann nicht alles wissen, oder? So. Jetzt hat er mir was reingelegt, dann weiß ich ja gar nicht, was es ist. Sag mal, ihr mit. Der eine legt mir Suppen rein. Der andere legt mir Maggi-Fix-Tütchen hier rein. Und jetzt hat er mir das hier reingelegt. Grüne Schälerbsen. Ist das vielleicht ein Schäler hier für eine Gurke? Oh, passt. Passt. Ja. Keine Ahnung, sieht aus wie eine Abschussvorrichtung hier für Crayskull hier. So, dann haben wir hier Jagdhorn aus erlesenen Kräutern. Ja, das ist doch gut. Ich habe sowieso gerade ein bisschen Halsweh. Da könnten wir eigentlich mal gucken. Ja, können wir da mal gucken, oder? Timo. Zum Wohl. Ja, geht. Schön. So, dann haben wir hier ein schönes Buch. Kann man immer gebrauchen. Kakasutra. Timo, warum machst du das mit mir immer? Kakasutra.
52 inspirierende Techniken, um das große Geschäft zu verrichten. Als einzig bekannte Übersetzung des altertümlichen Handbuchs bringt das Kakasutra dem Leser die Kunst des erleuchtenden Toilettenerfahrung näher und führt ihn auf einen gekachelten Pfad ins heilige Porzellan-Nirvana. Den lernwilligen Schüler präsentieren sich 52 einzigartige Techniken, welche die Verrichtung des großen Geschäfts zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Jedes Mal, wenn sich die Toilettentür schließt, wartet eine neue spannende Erfahrung auf dich. Ja. Ganz klassisch. Nackt. Ne? Ja. Gehe ich sehr selten. Nackt. Ja, manchmal zwischen dem Duschen, ja. Dann der Schmetterling. Oh, das sieht doch ganz interessant aus. Dann haben wir der Läufer. Kann man machen, aber meistens ja, das spritzt. Ne? Das ist langweilig. Der Kapitän. Ja, so sollte ich mir demnächst angewöhnen, aufs Klo zu gehen. Dann ist genau so ist das so. In meiner Badewanne bin ich der Kapitän. So, das, was? Dafür bin ich zu ungelenkig. Hm? Das Pauschenpferd. Der Einseiter. Na, da ist die Gefahr zu groß, weil ich hatte mal einen Verdacht auf einen Leistenbruch als Kleinkind. Da ist das nichts für mich. Der Laubfrosch. Ja, das sieht doch mal interessanter aus, ne? Der Laubfrosch. Genau, so macht man Häufchen. Genau so. Timo. Ich weiß manchmal nicht, was ich sagen soll. Das ist... Wenn du nächstes Mal Geburtstag hast, dann kannst du aber wieder leben, du. So, dann haben wir hier ein Päckchen... Dickmanns. Ist das wirklich das drin, was das draufsteht? Ja, ist noch original verpackt. Ich trau dem nicht. Ja, ist es wirklich das drin? Es ist das drin, was es auch wirklich ist. Ich habe es jetzt selbst frisch aufgemacht und es ist wirklich, es sind Dickmanns drin. Timo, du bist ein Typ für Oma. Der Paket ist leer. Und du bist verrückt. Du hast sie doch nicht mehr alle. Könnt ihr auf irgendeine Raver-Party anziehen, ne? Wir machen einfach eine Kampagne. Ich richte ein Spendenkonto ein. Und wir sammeln. Und wenn wir genug beisammen haben, dann können wir mit allem Mann den Moviepicker dazu erpressen oder zu überreden, wie auch immer, dass er damit ein kleines Video macht. Weil ich nicht, ich habe eine Figur, die ist nicht schön und das machen wir mal. Sollen wir mal sammeln und dann gucken wir mal, was bei rüberkommt. Vielleicht können wir wie heißt der? Ich habe schon alles wieder vergessen. Komm, wir nehmen doch einen hier. So ein Jagdhorn. Und dann überreden wir mal unseren Moviepicker, ha? Da kommt aber so schlecht herausgelaufen. Ne? Ist ja auch ja gut, ist ein Kräuterlikör, ne? Und brennt ein bisschen auf der Zunge und ja, kann man machen, ne? Ach. Komm, ich nehme noch einen. Nee, ja. Timo, du bist ein...
Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Mein Gott, ich habe bei manchen Leuten haben wir mittlerweile Angst, ein Paket hier aufzumachen. Ja, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Video hier vom Angler am Kanal. Lasst auf jeden Fall mal eure Kommentare, eure Meinung zu dem Paket. Und vielleicht könnt ihr mir helfen bei diesem Rätsel. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Keine Ahnung. Schält das dann, wenn ich das jetzt einschalte, das vibriert? Schält das jetzt dann auch die Gurke irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und ich sag mal, das ist eine Abschussverrichtung hier für die Grayscale. Das sieht ganz gut aus. Und ja, man kann ja nicht alles kennen, ne? So, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler Horido. Grüne Erbsen. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, ich esse lieber noch einen Maulkorb.